als ich das Foul gesehen habe, den Ellenbogenschlag an Christoph, habe ich mir gedacht, so schlimm kann es nicht sein. Er ist ja noch eine ganze Zeit lang behandelt worden, da habe ich mir noch keine Sorgen gemacht. Als er wieder aufs Feld kam, hat alles ganz normal gewirkt. Er hat ja auch noch gut mitgespielt, also ihm war wirklich nichts anzumerken eigentlich. Irgendwann habe ich dann von Weitem gesehen, irgendwas stimmt da nicht. Bisher ist ja nur durchgesickert, dass er mich gefragt hat, ob das das Finale ist. Aber das ist ja leider nur das Harmloseste. Ja, ich bin froh, dass bis jetzt noch nicht alles wirklich an Tageslicht gekommen ist, was da wirklich passiert ist. Ja, eigentlich hat alles damit angefangen, dass er irgendwann zu mir kam und mir die Kapitänsbinde einfach abreißen wollte. Also ich habe mir gedacht, was ist denn hier los eigentlich? Ja, das war schon krass. Mich hat er immer mit Gerd angesprochen und mir zum Finale für 74 gratuliert. Irgendwann ist er dann zu mir gekommen und hat gesagt, ey Manu, lass mich ins Tor. Als es dann im Stadion ein bisschen lauter geworden ist, hat er immer gerufen, super Stimmung hier im Ruhrstadion. Ja, und als er dann mit dem Schiedsrichter Trikot tauschen wollte, da habe ich mir gedacht, so, jetzt reicht's. Da ist der Philipp dann zu mir gekommen und hat gesagt, der Kramer muss raus, der muss ausgewechselt werden. Wer weiß, was er sonst noch alles gemacht hätte, war schon wichtig, dass er dann eben raus ist. Vielleicht hätte er im Schiri noch die Unterhose ausgezogen. So, so. Haben Sie sich ja ganz schön was geleistet. Ich glaube, da sind noch ein paar Entschuldigungen fällig, oder? Ja, definitiv. Also, was jetzt ans Licht gekommen ist, dafür muss ich natürlich gerade stehen und werde mich da auch dann für entschuldigen. Und Sie können sich an all das nicht mehr erinnern? Nee, leider nicht. Vielleicht besser so, oder? Also vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Thomas Müller, Manuel Neuer und Philipp Lahm, dass Sie den Spaß mitgemacht haben.